Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Emergency 20 bzw. Emergency 5. Ausgelöste Brandmeldeanlage. Mit der Lüdenscheid-Modifikation. Wir befinden uns heute mal wieder auf der Linzing-Map. Waren wir schon extrem lange nicht mehr unterwegs. Ich habe natürlich auch wieder hier die Stufe auf Schlimm 7, also die Brandausbreitungsstufe auf Schlimm 7. Schwierig. Und natürlich auch die Atemschutzlogik aktiv. Wir haben hier eben gerade schon den ersten Einsatz reinbekommen, ein B2 BMA. Da müssen wir erstmal nachschauen, ob wirklich hier ein Brand ausgebrochen ist oder nicht. Wir schicken aber natürlich schon mal alles so B2-mäßig los. Man weiß ja nie so genau. Wir haben hier ein riesengroßes Kino. Ist natürlich schlecht, wenn das brennt und du hast da vielleicht noch hunderte Leute drin. Ich meine, die Leute sollten eigentlich, sobald hier ein Alarm losgeht, schon automatisch rausmarschieren. Also sollte man in der Realität auf jeden Fall so machen. Man weiß aber nie so genau. Und falls es halt wirklich brennen sollte, kann es sein, dass die Feuerwehr hier noch Personen evakuieren muss und so weiter und so fort. Also es ist ein Einsatzort, da sollten wir uns auf jeden Fall für alles vorbereiten. Was mir hier nicht ganz so gut gefällt, ist, dass wir hier nur eine Treppe nach unten haben, falls sich das Feuer hier ausbreitet. Ich glaube, das ist eh... das ist die Stelle. Ja, okay. Das ist die Stelle, wenn es hier wirklich brennt, haben wir ein riesenmächtiges Problem. Wir werden auch mal eine DLK hier hinten hinstellen. Ich werde dann nochmal hier ein anderes Fahrzeug hinschicken, nochmal ein HLF oder so. Gerätewagen-Atemschutz würde ich gerne hier einfach mal mitten reinklatschen. Oder komm, park einfach mal da. Rettungswagen, ja, hier hinten ist ein schöner Parkplatz. Kannst du schön hin. Funkstreifenwagen würde ich sagen, ja, komm, mach hier mal dicht. Weiterer Funkstreifenwagen hier oben drauf. Und da hören wir schon das erste Fahrzeug. Sehr schön. Ich würde hier unten aber auf jeden Fall, wie gesagt, nochmal ein Fahrzeug hinschicken, dass wir das die DLK auch mit Wasser versorgen könnten. Und jetzt heißt es erstmal schnell nachschauen, was Sache ist, wenn der Einsatzleiter schon mal da ist. Wir rennen gerade mal hin. Ich hoffe, es ist ein Fehlalarm, aber sicher können wir uns natürlich erstmal nicht sein. Das heißt, wir rüsten hier die ganzen Feuerwehrleute schon mal passend aus und stellen auch schon mal den Verteiler auf, bauen auch schon mal eine Wasserversorgung auf. Wir bereiten uns also auf das Schlimmste vor und es war ein Fehlalarm. Gott sei Dank, es war ein Fehlalarm. Wir haben hier nicht direkt eine Riesenkatastrophe, dass hier die halbe Stadt abfackelt. Das ist nämlich hier in Linzing wirklich extrem schwer. Hier wird auch gerade noch fleißig alarmiert. Die DLK, die gerade rausfahren wollte, fährt jetzt wieder zurück. Das andere Fahrzeug will auch gleich noch ausrücken. Das kann ich aktuell noch nicht wegschicken. Das heißt, wir werden da gleich nochmal nachschauen müssen. Ansonsten, wie gesagt, wird hier jetzt fleißig weggepackt. War ja zum Glück nur ein Fehlalarm. Den Rettungswagen können wir wegschicken. Die Polizei können wir auch wieder auf die Straße schicken. Und ansonsten sind wir hier fertig. Ja, wie gesagt, wir müssen jetzt gleich nochmal hier das eine Löschfahrzeug abfangen, wenn das rausfährt. Das hatte ich ja separat alarmiert, deswegen konnte ich das jetzt nicht über den Einsatzleiter mit wegschicken. So, plaudere ich wieder aus, Hallentor wieder auf und wieder reinfahren, wunderbar. Gut, dann haben wir hier häusliche Gewalt reinbekommen. Da wollte ich gerade mal gucken. Wir bleiben mal mit der Einsatzstufe weit unten. Ich wollte gerade mal nachschauen, ob wir hier auch dieses Türsymbol haben, damit wir wissen, wo wir da parken müssen. Aber haben wir hier anscheinend nicht. Aber ich glaube, das Gebäude, na wobei, das Gebäude hätte hier einen Eingang, hätte da einen Eingang. Auf der anderen Seite hoffentlich nicht mehr. Doch, da wäre auch nochmal ein Eingang. Also man weiß jetzt nicht so genau, wo hier der Eingang ist. Wir schicken, jetzt habe ich außerdem auch den MTW mit ausgewählt. Wollte ich natürlich nicht. Einfach nur Streifenwagen. Kommt schon irgendwas Passendes. Jetzt sehen wir hier Symbol von der Tür. Da müssen wir also hin. Alles klar. Achso, das kriegt man nur angezeigt, wenn man hier ein Fahrzeug ausgewählt hat. Okay, ich habe gedacht, das wird dauerhaft angezeigt, wenn da ein Einsatz ist. Anscheinend nicht. Alles klar. Dann ist hier die Polizei auf dem Weg mit zwei zivilen Streifenwagen von mir aus. Und wir haben hier einen Verkehrsunfall reinbekommen auf der Autobahn. Alles klar. Gut, dann müssen wir hier auf jeden Fall mal... Habe ich hier Autobahnpolizei? Habe ich. Gut, dann du. So, der erste vielleicht mal hier hin. Weiterer hier hin. Und dritter vielleicht hierhin und die Fahrzeuge runterleiten. Das Fahrzeug muss ankündigen, das würde ich aber dann sogar noch weiter nach hinten stellen. Das muss ich dann gleich nochmal umparken lassen. Ansonsten, wir haben hier einen Brand, da einen Brand, da einen Brand. Ja, wir brauchen hier auf jeden Fall recht viel Feuerwehr. Das wird auch wahrscheinlich auf eine Vollsperrung drauf hinauslaufen, denke ich mal. Das LF schicken wir auch gerade mal hier vor. Ich hoffe, das reicht jetzt, weil wir hier wirklich eine sehr ungünstige Stelle haben. Boah, reden ist heute nicht so meins. Weil wir hier eine sehr ungünstige Stelle haben, würde ich auch direkt mal zwei TLFs mit rausschicken, falls uns die Wasserversorgung irgendwie ausgeht oder das Wasser ausgeht. Haben wir dann hier wenigstens die Möglichkeit, nochmal ein bisschen was nachzutanken. Ja, jetzt sind die wieder alarmiert. Es tut mir leid, es tut mir leid. So, und hier haben wir noch eine Person reinbekommen, ein Kreislaufkollaps.
Ich höre es hier kleppern und klirren und scheppern. Scheppern und klirren. Klirren und scheppern. Wir sind hier genau bei der häuslichen Gewalt. Das ist anscheinend direkt nebenan oder ziemlich nebenan. Die anderen Kollegen lasse ich gerade erstmal vor der Tür. Die zwei sollten erstmal reichen. Das hier macht mir gerade so ein bisschen mehr Gedanken, ehrlich gesagt. Ist aber auch noch nichts vor Ort jetzt. Wir brauchen hier auf jeden Fall dann... Ich schicke jetzt mal 3 Rettungswagen raus, 2 NEFs erstmal für den Beginn. Mir macht aber das Feuer gerade echt Bedenken. So, so. Parken wir schön beschissen hier. Alles klar. Gut. Ja, wird eine Vollsperrung. Gerade beschlossen. Nach Alarmierung. Sobald die Polizei irgendwann mal eintreffen sollte, jetzt fährt da natürlich noch ein Bus durch. Ich hoffe, der kommt da durch. Nach Alarmierung. Nach Alarmierung ist schon vor Ort. Ihr könnt schon reinhüpfen. Da ist der Rettungswagen noch auf der Anfahrt. Hier haben wir, ja, bis jetzt brennt nur der eine Baum hier. Und das Auto. Schlimm 7. Mir macht Schlimm 7 auf Linzing immer so ein bisschen Bedenken. Hier die Auffahrt müssen wir auch dicht machen, glaube ich. Ja, die machen wir auch dicht. Da kommt endlich die Feuerwehr. Polizei wäre mir halt auch echt langsam ganz, ganz lieb. Haben wir irgendwo eine Schilderbrücke, die wir komplett dicht machen können? Nee, haben wir hier nicht. Schade. So modern sind wir hier auf der Autobahn nicht. Also das erste Feuerwehrfahrzeug ist vor Ort. Wir lassen die Leute direkt mal aussteigen. Schnellangriff, die Limousine da brennt auch. So, Verteiler. Wasserversorgung haben wir hier keine. Wir haben hier keinen Hydranten oder sowas in der Art. Wir müssen also gucken, dass... Wir haben einen, wir haben einen. Ich sehe es gerade. Ich sehe es gerade. Wir haben einen. Boah, Gott sei Dank. Das macht die ganze Sache leichter. Weil wir hier ist so eine Stelle, da hatten wir auch, glaube ich, schon 1000 Mal einen Waldbrand gehabt, oder? Bei dem Unfall. Ja, weil das Blaulicht sieht von dem Ghost-Modell. Polizei ist immer noch keine da, aber ein TLF. Brauchen wir wahrscheinlich eher weniger jetzt, da wir ja hier die Möglichkeit haben, eine Wasserversorgung mit dem Hydranten herzustellen. Ich würde das andere, glaube ich, mal abalarmieren. Das fährt wieder zurück. Ist aber schon auf der Autobahn, glaube ich, unterwegs. Ja, ach nee, ist ein anderes Fahrzeug. Das ist auch ein anderes. Keine Ahnung. Wo das andere Feuerfahrzeug dann herkommen sollte. Gut, Polizei ist da. Dann machen wir hier mal dicht. Und dort mal dicht. Und hier gehen wir mal ein bisschen weiter nach hinten, dass wir hier schön ankündigen können. LED muss hoch. Ups, ah, nicht umleiten. Nicht so auf der Autobahn umleiten, ist doof. Ich wollte die LED anschalten. So, Pfeil nach rechts. Du zeigst auch mal nicht so einen Blödsinn an. Zeigst vielleicht auch mal hier an, Pfeil nach rechts. Genau, dann wird jetzt noch eine Umleitungsstrecke eingerichtet. Würde ich sagen, fangen wir hier die Autos ab. Schicken die dann hier rüber auf den Abfahrstreifen. Und runter von der Autobahn, würde ich sagen. Sollten jetzt eigentlich dann selber den Weg finden. Machen wir es einfach mal so. Hier die Fahrzeuge würde ich dann gerade mal ganz schnell entfernen. Damit die Umleitungsstrecke funktioniert. Müsste so jetzt eigentlich funktionieren. Ja, aber wenn die Fahrzeuge schon da stehen und man richtet eine Umleitungsstrecke rein, dann funktioniert das nicht so ganz. Ich weiß jetzt nur nicht, normalerweise glaube ich, nehmen das die anderen Autos nicht wahr, sondern nur vom Startpunkt aus. Wir probieren es einfach gerade mal aus. Ich glaube, auf der rechten Spur ist gerade eh nicht so viel los. Und er hat einen Weg gefunden. Wunderbar. Gut, Feuer ist gelöscht. Das ist schon mal schön. Dann haben wir hier noch ein LF. Hatte ich jetzt extra her alarmiert, falls es ja weiter schlimm brennen sollte. Wir haben aber hier noch ein weiteres HLF. Mit dem können wir hier auch schon mal anfangen zu schauen, wie viele verletzte Personen es gibt und so weiter. Brandschutz stellen wir noch sicher. Lassen wir gerade mal die Leute da. Das Fahrzeug würde ich aber jetzt gerade wieder wegschicken und das TLF auch. Das brauchen wir jetzt gerade hier nicht vor Ort. Heckwarner ist an bei dem Fahrzeug. Rettungswagen trifft jetzt auch langsam mal ein. Sehr schön. Hier machen wir auch noch den Heckwarner an. Ich würde hier jetzt auch noch, sicherheitshalber, weil ich einfach Menschen kenne, würde ich hier jetzt noch so Warnleuchten hinstellen plus dann Pylon, damit hier ja keiner meint, er müsste irgendwie hier wieder auf die Autobahn auffahren. Lotsen wir die einfach jetzt so runter mit den Lichtern. Man weiß nicht so genau. Menschen sind schwierig manchmal. Gut, Pylon wollte ich noch hier hinstellen. Machen wir natürlich auch noch. So,
STRG und T stellen wir hier noch einen dazwischen und so. Dann kommen die Rettungsfahrzeuge hier auf jeden Fall durch. Hier wollte ich ja ankündigen ganz fleißig, das müssen wir auch noch aufklappen. Da müssen wir uns unbedingt endlich mal um die Personen kümmern, auch hier um den Kreislaufkollaps und so weiter. Ist alles ein bisschen liegen geblieben, weil ich mich jetzt hier mit dem Einsatz beschäftigt habe. Ich wollte es halt mal richtig ordentlich aufbauen. Achso, okay. Da haben wir zwei Personen drinne. Da haben wir eine Person anscheinend drinne. Da haben wir zwei Personen drinne. Gut, dann da mal jemand gucken. Da haben wir auch schon eine verletzte Person rumliegen. Also wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Fahrzeuge, würde ich sagen. Wir haben jetzt 1, 2, 3. Ich würde nochmal 2 Rettungswagen, vielleicht immer Notarzt mit. Und an sich könnten wir hier die Auffahrt eigentlich freigeben, wenn die Fahrzeuge nicht so früh auf die Autobahn rüberwechseln. Wir machen es mal so. Ihn scheuchen wir jetzt weg. Dann würde ich hier notfalls eine Umleitungsstrecke erstellen, dass die Leute länger dem Auffahrstreifen folgen. Und das ist halt jetzt die normale Stadtpolizei, die halt jetzt vor Ort ist. So, die können wir wegschicken, können wir wegschicken. Das läuft. Hier brauchen wir schon den Notarzt, okay. Und läuft das hier? Jawohl, die fahren ziemlich spät auf, dann passt das. Hier müssen wir jetzt unbedingt mal die Person dann wegschicken. Da haben wir jetzt auch eine Person rumliegen, alles klar. Dann haben wir hier noch eine Person zum Rausschneiden, nee, haben wir nicht. Dann da hinten bitte mal weitermachen und hier weitermachen. Notarzt haben wir schon einen da, der könnte gerade mal nach der guten Frau da gucken. Und wir müssen hier noch in den LKW reinschauen. Wie sieht's hier aus? Da sind wir transportbereit. Ich muss hier gerade mal durchziehen. Wir haben hier eine Person. 2, 3, 4, 5. Wie viel haben wir hier noch im LKW? Keine. Das heißt, wir haben 5. 1, 2, 3. Ich brauche nochmal einen Rettungswagen mehr. Das ist jetzt gerade... ich nicht verzählt habe. Gut, da brauchen wir auch den Notarzt. Wie sieht es hier bei der Frau aus? Gebrochener Arm. Da machen wir gerade auch einfach mal einen Tausch. Gebrochener Arm kann der Sunny machen und der Notarzt kümmert sich mal hier um die etwas schlimmere Verletzung. Was haben wir denn da überhaupt? Ich kann es gerade nicht sehen. Schockzustand. Okay. Ansonsten sieht es hier ganz gut aus. Ich würde jetzt hier, glaube ich, auch nochmal Pylonen aufstellen. Einfach sicherheitshalber, wobei die kommen ja eigentlich schön langsam entlang gefahren. Genau, sehen, dass hier fleißig gewerkelt wird. Kann ich dem Polizisten eine Weste anziehen? Hier auf der Autobahn wäre mir das ganz lieb, jawohl. Gut, er hat auch noch keine an, soll auch mal eine Warnweste anziehen. Ach, und dadurch, dass ich dem Kollegen gesagt habe, hier stell mal Pylonen auf, haben wir die Umleitung wieder aufgehoben. Das war nicht geplant, das ist dumm gelaufen. Gut, dann machen wir das einfach gerade mal ganz schnell neu. So, wieder so grob hier hin. Dann sagen wir, okay. Dann muss ich aber gerade mal ganz schnell wieder die Fahrzeuge entfernen, sonst funktioniert die Umleitung wieder nicht. Remove Entity haben wir hier im Debug-Tool drin stehen. So, und jetzt das blaue Fahrzeug sollte die Umleitungsstrecke eigentlich wahrnehmen und der dann folgen. Genau, hat es jetzt wahrgenommen und müsste dann normalerweise abfahren und hier wegfahren. Gut. Dann kann der Kollege sich ja mal mit der Kelle da hinstellen und kann ein bisschen rumwinken. So, da sind wir auf jeden Fall schon mal transportfähig. Da auch, da liegt noch eine Person rum. Und ich würde hier langsam anfangen, ein bisschen aufzuräumen. Brauchen auf jeden Fall auch ein paar Abschlepper. 1, 2, 3, 4. 4 Abschlepper brauchen wir. Müssen wir gucken, platztechnisch, wo wir die mal hinstellen. Könnten auch hier auf die Wiese gerade mal drauf fahren. Vielleicht nochmal einer davor. Dann sollen die erstmal anfahren. Dann gucken wir mal, wie weit wir mit den Patienten sind. So. Die andere Verletzung scheint auch nicht so schlimm zu sein. Da habe ich gerade den Notarzt nochmal dran geschickt bei der anderen Person. Das scheint alles zu passen. Ansonsten haben wir alle Personen rausgeschnitten. Wir müssen, glaube ich, keinen Leck abdichten oder so, oder? Nö. Alles klar. Dann können die auch schon mal ins Krankenhaus fahren. Dann warten wir jetzt hier nur auf den Rettungswagen und so weiter. Hier, die Umleitung funktioniert. Die fahren alle ab. Sehr schön. Wunderbar. Auch mal den Heckwarner an. Hier haben wir auch noch einen schönen Heckwarner. Schön viel Pling-Pling auf der Autobahn, immer ganz wichtig. Und da brauchen wir unbedingt nochmal den Notarzt. Alles klar. Wir haben hier hinten noch einen, der ist, glaube ich, noch nicht im Einsatz, oder? Nö, dann soll der sich gerade mal drum kümmern, weil er wird gleich im Rettungswagen benötigt eigentlich. Genau bei ihm jetzt. Da hatten wir den Schockzustand, da brauchen wir den Notarzt, der muss da begleiten.
kann man schon mal hinrennen lassen. Ansonsten hier die zwei Personen, die waren, glaube ich, also die eine Person war echt extrem schnell transportierbar und die haben beide nur einen gebrochenen Arm. In der Limousine hatten beide also nur einen gebrochenen Arm. Alles klar. Dann können wir den ersten Rettungswagen da hinten wegschicken. Das war Polytrauma, okay. Habe ich da einen Rettungswagen gehört? Ja, habe ich. Gut. Dann kann ich jetzt hier vielleicht auch endlich mal ein Foto machen. Ich würde die Map-Grenze gleich noch ausblenden. Ihn lassen wir noch ein bisschen rumwinken. Genau, dann tun wir die Map-Grenze gerade mal ausblenden. Map-Grenze ausblenden. Ist ein... Ah, sieht trotzdem im Hintergrund nicht ganz so geil aus. Tun wir einfach das Schild so ein bisschen dahin. Blenden wir einfach alles aus. Achso, die Bug-Tool sollten wir vielleicht auch mal wieder ausblenden komplett. Machen wir einfach so mal ein paar Fotos. Da haben wir schön abgesperrt hier. Führt von der Autobahn runter. Ja, weiß ich nicht. Finde ich nicht ganz so geil auf dem Foto. So geht's eigentlich. So geht's eigentlich. Das Schöne ist halt auch, dass die Anzeige oben auf dem Blaulicht Unfall anzeigt. Ja, dann sieht man da im Hintergrund den Unfall. Aber das sieht man durch die Reifen durch, sehe ich gerade bei dem Kombi hier. Wie sieht es denn die andere Richtung aus? Wir haben ja Zeit, wir haben ja Zeit. Sieht eigentlich auch cool aus der Richtung, oder? So eine Polizeivollsperrung auf der Autobahn. Ja, weiß ich nicht. An sich ganz cool, aber ich glaube, auf dem Foto kommt das nicht ganz so cool rüber. Ja, bin ich mit allem nicht so ganz zufrieden. Nee, dann lassen wir das so. Ich habe meine Fotos. Passt schon. Gut, machen wir hier weiter. Der erste Abschlepper ist da. Und wenn der Gruppenführer hier mal wegläuft, dann können wir hier auch von mir aus schon mal das erste Fahrzeug abschleppen. Wobei es erstmal wichtiger wäre. Ah, ich kann es leider gerade nicht mehr abbrechen, dass wir die Autobahn wieder freikriegen. Ja, das, was da in der Wiese drin steht, ist komplett wurscht. Ich kann aber auch hier schon mal die Feuerwehr wegschicken mit dem einen oder anderen Fahrzeug. Brauchen wir auch nicht mehr so wirklich da. Hier, die wir aufgebaut haben, die lassen wir noch da. Da vorne brauchen wir den Notarzt, okay. Ich brauche wohl nochmal einen Notarzt mehr. Oder? Ja. Wobei. Einer jetzt da? Ne, müsste passen. Müsste, glaube ich, passen. So, einer mal da die Person. Einer mal da die Person. Dann der Rettungswagen kann auch nochmal eine Person aufnehmen. Das sind ja nur gebrochene Ärmer. Das geht ja noch. Und dann würde ich jetzt hier schon mal, wenn der Gruppenführer dann auch mal Platz macht, würde ich dann den LKW schon mal aufnehmen und der könnte das Fahrzeug hier aufnehmen. Wir haben ja noch einen Kreislaufkollaps gerade reinbekommen. Ich blende dann auch gleich mal wieder die Map-Grenze ein, sonst sieht es am Rand immer so ein bisschen komisch aus. So, dann lieber doch die blaue Wand. Gut, Rettungsdienst, RTW. Kreislaufkollaps, reicht der RTW? Dann könnten wir theoretisch, ja, wobei, nee, komm, machen wir nicht. Die Polizei würde ich jetzt auch schon mal auf Streife schicken. Brauche ich da auch nicht mehr. Die ganzen Fahrzeuge, die hier auffahren wollen, sehen den Rettungsdienst da rumstehen mit Blaulicht. Die wissen schon, dass man jetzt da nicht auf die linke Spur rüber kann. Aber Rettungswagen plus Notarzt rücken ja auch gerade da ab. Das heißt, die Autobahn ist gleich wieder frei. Die Autobahn ist gleich wieder frei. Das ist schon mal schön. Dann noch die Limousine mitnehmen. Den Rettungswagen wegschicken. Den Rettungswagen wegschicken. Hier brauchen wir den Notarzt. Das war jetzt... von dem Rettungswagen da hinten, dann er gerade mal dort einsteigen, er ist nämlich der Notarzt und er kann weg, dann kann die Feuerwehr auch weg, weil abgeschleppt sind alle Fahrzeuge, dann können wir mit der Polizei langsam anfangen, hier so die Fahrbahn wieder frei zu machen, so, ja, er natürlich wieder hat die Umleitung missachtet, der steht da jetzt also rum, ist aber auch wurscht. Wir machen jetzt eh gleich die Fahrbahn wieder frei. Theoretisch könnten wir die rechte Spur sogar früher freigeben, aber machen wir nicht. So, die fahren weg. Der Rettungswagen da hinten macht sich jetzt auch auf den Weg. Wunderbar. Und er auch hier in wenigen Sekunden. Auch nur der gebrochene Arm noch. Alles klar. Das läuft doch schon mal. Genau, er nimmt jetzt noch die Blitzleuchten auf da hinten. Dann sind wir da fertig. Wie sieht's hier aus? Rettungswagen noch nicht vor Ort? Okay. Dann warten wir gerade nochmal hier. Und ich hoffe, ich habe kein Fahrzeug übersehen. Nicht, dass hier irgendwo noch einer im Wald drinne liegt. Das wäre natürlich echt peinlich. Was steht da auf dem Schild? Achtung, zu spät. Too late. Saposno. Super spat. Okay, was auch immer das alles für Sprachen sind, keine Ahnung. Joa. Ein verunfallter LKW. Passt gerade. Wir hatten hier einen verunfallten LKW. Manchmal finde ich so Werbung aber echt
dämlich. Also jetzt, ich weiß, was es bezwecken soll, ganz klar. Zum Beispiel, wir haben auch bei uns hier auf so einer Strecke, wenn wir nach Bayern rüberfahren, auch ein Schild stehen, wo drauf steht, ja, lassen Sie sich nicht während der Fahrt ablenken oder sowas in der Art. Ja, mit Unfallbild drauf, Handy, Fahrzeug, Lenkrad, keine Ahnung. Soll also so dargestellt werden, dass wenn man sich ablenken lässt im Fahrzeugverkehr, baut man einen Unfall. Aber was lässt man während der Fahrt quasi sich, wenn man auf so ein Schild achtet auf der Landstraße? Man lässt sich ablenken. Wenn da noch riesen Text draufsteht und Bilder, die man irgendwie sehen möchte, weil es wie so ein Unfall ist, man kann irgendwie nicht weggucken, man möchte aber nicht hingucken, ist es gerade, weiß ich nicht, auch so ein bisschen, ja, bewirkt man damit, glaube ich, auch manchmal das Gegenteil. Ich meine, die Message ist klar, gut und richtig, ja, das auf jeden Fall, aber wenn man halt ein Schild hinstellt, welches Autofahrer ablenkt, um Werbung zu machen, dass man sich als Autofahrer nicht ablenken lassen soll oder so, finde ich es ein bisschen schwierig. Beziehungsweise, ich finde es dann einfach ein bisschen falsch. Ja, würde man das Schild da nicht hinstellen an die Stelle, mitten auf der Landstraße in der Kurve, würde es einen auch nicht in der Kurve ablenken. Ich glaube, ihr wisst, wie ich es meine. So hat man den riesen Text und will natürlich drauf gucken, lesen, was steht denn da überhaupt auf dem Schild? Ja. Ha, wurdest du wieder abgelenkt als Autofahrer? Naja. Gut. Hier haben wir den Kreislaufkollaps. Ich lasse ihn gerade schon mal die Trage ausstatten. Da fährt gerade der Rettungswagen, der Notarzt vorbei. Kommen, glaube ich, gerade vom Krankenhaus. Die müssten schon vor längerer Zeit weggefahren sein vom Autobahnunfall. Ich lasse die Zeit mal ein bisschen schneller laufen. Achso, ich habe auch noch Polizei auf der Autobahn stehen. Das Fahrzeug, was ankündigen sollte, was ich nie richtig eingerichtet hatte. Weil ja doch ein paar andere Sachen wichtiger waren. Ja, das ist halt manchmal so die Sache. Man möchte eigentlich ordentlich und richtig absichern und sich da komplett um das Drumherum kümmern, damit es auch ordentlich aussieht und korrekt aussieht und realistischer aussieht. Aber wenn du halt dann da drei Fahrzeuge am Brennen hast, Personen auf der Straße liegen, ist natürlich erstmal das Wichtigste, dass man die Fahrzeuge ablöscht und die Personen auf der Straße behandelt, bevor die da wegstirbt. Aber Hauptsache, man hat gescheit abgesichert. Meine, klar, in der Realität ist die Absicherung wichtig, damit es nicht zu Folgeunfällen und so weiter kommt. Aber da sind es halt einzelne Personen, die sich um bestimmte Aufgabenbereiche kümmern. So ist es nur ein Tommy hier, der sich um alles gleichzeitig kümmert. Dann geht auch dann mal die eine Sache unter oder beziehungsweise wird einfach mal links liegen gelassen. Und übrigens, ich glaube, er ist tot. Ich glaube, da können wir nichts mehr machen. Ich schicke direkt mal Rettungswagen plus NEF hin. Wir haben hier einen Unfall auf einer Baustelle. Ich weiß nicht, ob im Toi-Toi noch jemand eingeschlossen ist. Ich denke mal nicht, aber wir schicken trotzdem mal einen HLF raus. Oh, da hören wir doch schon was passendes fahren. Alles klar. Wir haben ja auch noch einen Zeugen. Schicken wir auch direkt mal die Polizei los. Ups. Der Klick hat wieder nicht gewertet. Manchmal bin ich auch einfach zu schnell, beziehungsweise klick einfach auf zum Beispiel so Objekte hier drauf mit der rechten Maustaste, obwohl ich das Fahrzeug platzieren möchte. Und das geht nicht. Man muss immer auf den Boden klicken. Ja, dann. Ja, die können nichts mehr machen. Die können nichts mehr machen. Nee, dann hat sich das erledigt mit der Person. Wir schicken den Notarzt dran, er soll den Tod feststellen, alles dokumentieren. Fertig ist. Wir waren schnell mit dem Rettungswagen vor Ort, aber das hat den wahrscheinlich dermaßen aus dem Dixie-Klo geschüttelt. Oder er ist einfach vor Ekel gestorben, nachdem er da drinnen in der Pampe rumlag. Das kann auch passieren. Ich war bis jetzt in meinem Leben, ich bin 31 Jahre alt, nur ein einziges Mal auf dem Dixie-Klo. Und ich habe mir geschworen, dass ich eigentlich nicht mehr auf dem Dixie-Klo gehen möchte. Das war bei einem Konzert, bei einem Open Air. Und, ich weiß nicht. Also Raststätte und Dixie-Klo sind eigentlich so Dinger, da habe ich persönlich kein Interesse mehr dran, irgendwie drauf zu gehen. Dann gehe ich, glaube ich, lieber in den Wald, irgendwo ins Gebüsch, wenn man die Möglichkeit hat. So, Feuerwehr kommt auch. Wir müssen nämlich nochmal ins Dixie-Klo reingucken. Kann sein, dass da noch eine Person drin ist, aber ich denke mal, dass er die Person ist, die im Dixie-Klo drin war. Ich glaube nicht, dass es die Person aus dem Fahrzeug ist. Ich könnte mir eher vorstellen, dass er vielleicht der Fahrzeugfahrer ist und er war wahrscheinlich hier im Dixie-Klo drin. Wir gucken trotzdem mal ins Fahrzeug rein. Ins Dixie-Klo können wir nicht mal mehr reingucken. Ich gehe mal sehr stark davon aus, dass es so der Fall ist. Wir können theoretisch schon mal zwei
Abschleppfahrzeuge losschicken. Einmal fürs Dixie-Klo, einmal für, jetzt habe ich das Fahrzeug ins Haus reingeklickt. Ja, komm, von außerhalb muss ich noch ein bisschen warten. Genau, und Bestatter habe ich schon losgeschickt. Kommt der Bestatter mit den 1000 Bestattern an Bord drin? Ich lasse jetzt nur mal einen aussteigen. Sonst haben wir hier wieder so eine ganze Bestatterkette rumstehen. Ja, hier ist keine Person mehr im Fahrzeug drin. Das heißt, er wird wirklich der Autofahrer hier gewesen sein. Hat jetzt von der Polizei einen Einlauf bekommen. Hat eine Person dabei umgebracht durch sein fahrerisches Nichtskönnen. Und sich ja eh fragen muss, wie kann das hier passieren? Kommst hier die Einfahrt langsam reingefahren, suchst du hier einen Parkplatz und gibst anscheinend Vollgas. Wahrscheinlich Gas und Bremse verwechselt, keine Ahnung. Schwierig, schwierig. Gut. Notarzt kann weg, brauchen wir nicht mehr. Rettungswagen kann weg, brauchen wir nicht mehr. Feuerwehr kann weg, brauchen wir nicht mehr. Wir brauchen nur noch Abschlepper. Und mehr brauchen wir nicht. Wir sollen jetzt zwar noch eine Moment. Wir sollen noch eine Person mit Rettungsschere befreien, aber da ist keine Person drinne. Da auch nicht. Moment. Ich lasse jetzt mal einen Feuerwehrmann mit der Rettungsschere ausstatten. Und dann klicke ich mal auf das Dixie-Klo drauf. Vielleicht ist da doch noch eine Person drin. Aber irgendwas passt da nicht. In der Aufgabenbeschreibung. Kann aber auch sein, dass es gleich verschwindet, wenn der Rettungswagen bzw. der Leichenwagen mit der Person am Zielort ankommt. Dass dann das abgehakt gilt. Da kann ich niemand rausschneiden, da auch nicht, da auch nicht. Kann auch mit dem Gruppenführer, hatten wir ja schon geschaut. Kann hier nicht drauf, kann hier nicht drauf, kann da nicht drauf, falls im Bagger noch jemand gewesen wäre. Nee, Feuerwehr können wir wegschicken, da können wir nichts machen. Lage sollen wir noch erkunden, aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, wo, wie, warum, wieso, weshalb wir noch Lage erkunden sollen. Ich kann nämlich mit der Polizei hier auch nicht drauf. Ich glaube, der Einsatz funktioniert gerade nicht richtig, weil Lage erkunden müsste normalerweise funktionieren, aber ich kann nichts machen, außer einen Abschlepper rufen. Ich kann das Dixie-Klo auch nicht aufnehmen. Was ich noch machen könnte, wäre vielleicht mit dem Kran das Dixie-Klo hochheben, aber ich gehe mal davon aus, dass der Einsatz gerade einfach nicht richtig funktioniert. Rettungshund noch herrufen oder so. Wir können noch mal ein bisschen was ausprobieren, aber ich gehe mal nicht davon aus, dass da irgendwie was erreicht wird mit. So, Rettungshund kommt. Feuerwehrkran können wir auch noch dazu rufen. Wir probieren einfach Sachen aus. Nee, ich glaube, das ist halt einfach buggy. Fetter Kran. Eine Lage erkunden wäre ja eigentlich für den Gruppenführer. Ja, dass der hier guckt. Was liegt noch an? Was muss noch gemacht werden? Und ja, mit der Polizei wäre eigentlich nur Spuren durchsuchen, aber wir können mit dem Gruppenführer nichts machen, wir können mit der Polizei nichts machen. Das heißt, ich schicke die auch schon mal weg. Ja, einfach wahrscheinlich ein Einsatz, der nicht richtig funktioniert gerade. Schade. Schade, schade, schade. Wir haben ja, oh, ich habe gar nicht gemerkt, dass wir einen Brand reinbekommen haben. Wann kam denn der? Und auch an einer der unmöglichsten Stellen. Die ganze Stadt wird abbrennen. Ich wollte eigentlich gerade das Folgenende einleiten, weil ich mir gedacht habe, der eine Einsatz ist buggy und wir haben sonst nichts weiteres zu tun. Wir haben was zu tun. Mehr als genug, weil das ist eine Stelle, die ist so ungemütlich. Und das nur auf schlimm 7. Man kommt halt von nirgendwo so wirklich dran. Hier könnte man nochmal ein Fahrzeug parken. Wir können an der Straße theoretisch hier auch parken. Ich schicke mir nochmal 2 HLFs hierher. Hier kommt man nirgendwo rein. Keine Chance. Von hier könnte man theoretisch auch noch einen Verteiler nach hier hinten legen, aber da haben wir halt auch ein sehr limitiertes Arbeits... oder einen sehr limitierten Arbeitsbereich, weil die Schläuche halt irgendwann auch nicht mehr reichen. Das ist so eine ungemütliche Stelle. Die muss man meistens, wenn dann, komplett abbrennen lassen. Nö, also der Kran kann ja auch nichts machen. Einmal zurück zur Wache und der Hund, komm, den schicken wir auch weg. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Wir haben ja sogar den Befehl Brände löschen. Welche Brände? Es brennt hier nichts. Wir haben hier einen Brand. Und ich hoffe, die Feuerwehr ist extrem schnell da. So, der Abschlepper kann auch wegfahren, weil der kann nicht abschleppen, weil wir erst die Lage erkunden sollen.
Jawohl. Mit denen kann ich auch einen Verteiler nach hier hinten hinlegen, auch nach hier unten. Das müsste auch gehen, aber das müsste auch passen, wenn ich es hier hinlege. Mir macht die eine Mülltonne da hinten ein bisschen Gedanken, weil ich da von keiner Richtung so wirklich drankomme. Sollen sich mit Atemschutz ausrüsten, weil ich nicht weiß, wie sehr der Rauch da draußen wegzieht hier zwischen den Gebäuden. Komm, wir setzen den Verteiler jetzt einfach mal da unten hin. Wasserversorgung war, glaube ich, hier auch so ein bisschen ein Problem in dem Gebiet. So. Da wäre noch ein Hydrant. Den würde ich dann mal hier oben hinsetzen lassen. Wie sieht es da hinten aus? Da wäre auch schon eine Truppe da. Sehr gut. Dann lassen wir die auch aussteigen. Sagen den hier. Verteiler mal dorthin. Die können sich nämlich hier durch die Gebäude durchschlängeln. Da ist ja so ein kleiner Durchgang. Aber das ist schon nicht das. Das wäre nicht das erste Mal, dass das komplette Gebiet hier abfackelt. Weil man einfach nicht gescheit drankommt. Mit den Mitteln, die man hat. Gerade hier hinten ist so eine lange Durststrecke dann. Das muss man einfach ausbrennen lassen. Oder halt von Hand vielleicht irgendwas hinfummeln. Aber ich hoffe mal, dass das alles hier so funktioniert, wie ich es vorhabe. Sieht aber bis jetzt ganz gut aus. Haben die eine Wasserversorgung aufgebaut? Haben sie. Perfekt. Da müssen dann mal ein paar mehr Leute dran. Das Gute ist, es ist halt B0. Das springt nicht ganz so schnell auf die Gebäude über im Normalfall. Im Normalfall, wie gesagt. Es gibt immer so die Ausnahmen. Aber im Normalfall sind wir da recht safe mit. Hier ist das zweite Fahrzeug eingetroffen. Den sagen wir auch noch allen. Atemschutz anziehen. Und sobald sie das haben, Wasserversorgung aufbauen. Verteile nach hier hinten. Je mehr Wasser wir hier hinten haben, desto besser ist es. Gut, die haben Atemschutzgeräte an. Dann würde ich hier sagen, komm, Verteiler gerade mal hier hin. Trant könnt ihr den benutzen. Da kommt ein weiteres Fahrzeug. Mit dem wollte ich mich ja auch noch so ein bisschen nach da hinten durchkämpfen. Ich weiß aber nicht, ob die genug Reichweite haben dafür. Hier rennt auch gerade ein Feuermann. Würde ich sagen, hier Verteiler geht maximal hier hin. Gut, dann macht das so. Plus Wasserversorgung aufbauen. Und dann machen wir hier den Einsatzstopp mal rein. Und hier hätten wir ein weiteres Fahrzeug. Wie sieht's aus? Nö, brauchen wir nicht mehr. Könnt abrücken. Danke. Schön, dass ihr da wart. So. Gut. Die bauen noch fleißig auf, falls sich die Mülltonne irgendwie noch, oder beziehungsweise der Brand bei der Mülltonne sich noch ein bisschen weiter ausbreiten würde, könnte man das abfangen. Aber gut, Einsatz erledigt. Gut. Obwohl wir den Einsatz ein bisschen spät bemerkt haben, haben wir doch noch alles irgendwie retten können. Ja, es ist nicht diesmal so geendet, dass das komplette Viertel hier abbrennen musste. Haben wir Glück gehabt. Gut. Dann hoffe ich, dass euch diese Folge gefallen hat. Falls ja, lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Gerne auch den Discord-Server beitreten und gerne auch den Kanal mit der Mitgliedschaft unterstützen. Würde sehr weiterhelfen. Falls ihr übrigens günstige Spiele sucht, schaut einfach mal in die Videobeschreibung rein. Da ist ein Affiliate-Link zu Instant Gaming. Gibt es günstige Spiele und man kann, wenn man quasi über den Link auf den Shop geht, den Kanal auch unterstützen. Würde auch sehr weiterhelfen. Gerne natürlich auch einfach die Videos teilen, damit noch ein paar neue Leute auf den Kanal kommen. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Euer Tommy. Tschüss.